Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Das neue Projekt beginnt jetzt. Ich hatte es ja manchen schon in den Kommentaren geschrieben, ab dieser Woche beginnt ein neues kleines Projekt bei mir auf der Mobile. Das ist wieder mal ein Modul, was in der Ecke steht. Oder nicht in der Ecke steht, sondern hinter meinem Hauptmodul ist und zwar dieses Dreieck, was wir da oben sehen, was ich gerade jetzt hier so rausziehe. Und damit recht herzlich willkommen zu Train Dreams. Jede Woche Freitag 16 Uhr bin ich für euch da, so auch heute. Und wir beginnen gleich mit diesem kleinen Projekt. Da komme ich nachher noch drauf, was das genau wird. Auf jeden Fall muss ich erstmal hier so eine Art, ja, was ist das für eine Matte? Ich habe die mir irgendwann gekauft. Das sind so hinter die Heizung kommen die, glaube ich, dass da vielleicht die Wärme nicht so abstrahlt. Ich weiß es nicht mehr. Das sind auf jeden Fall Matten, die ich mal gekauft habe. Und die bieten sich hier an. Die habe ich jetzt da. Da habe ich jede Menge davon da. Weil ich muss nämlich, ihr seht den Schlitz dahinter, hinter dem Gleis, das muss ich kaschieren. Ja, weil die Module, das ist ja alles beweglich, das Hauptmodul, das kann ich ja vorziehen und nach oben klappen, das Dings da hinten kann ich rausmachen, wir haben es ja gerade gesehen. Also brauchte ich irgendwas, eine relativ flexible Kante, die ich beim Bauen diesem Teil da anpassen kann. Und da hat sich diese Matte wunderbar angeboten. Die wird natürlich noch ein bisschen stabilisiert, ist klar. Man könnte jetzt sagen, die kann ja brechen. Ist nicht weiter schlimm. Da kommt oben dann noch mit Weißleim, kann man dann vielleicht noch ein, zwei Papierschichten aufkleben. Dann wird das Ganze ein bisschen fester, ein bisschen stabiler. Normalerweise bewegt sich das nichts. Das steht da vielleicht 1-2 mm über an manchen Stellen, eben um diese leichte Kurve da ein bisschen rauszukriegen. Wir sehen es da auf der linken Seite, wo das flexible Gleis ist. Und das Ganze habe ich jetzt mit Weißleim erstmal angeklebt oder verklebt, damit das Ganze fest ist. Habe ich hier 1000 so den Nadeln reingepiekst. Das ist ja nichts Neues. Und das war erstmal der Grund, den ich schaffen musste, dass ich erstmal sagen kann, ja, in diese Ecke kann ich was reinmachen. Ich habe ja da hinten die Felswand, die ist ja vielleicht, na, so 20 cm ist die hoch und das soll schon irgendwo vernünftig nachher aussehen. Und da muss ich mir überlegen, was kann ich da unten hinbauen. Natürlich ist da immer ein Felsen dahinter, das kann ich gar nicht mehr verhindern. Ja, wenn ich jetzt schreibe, jetzt begann das große Desaster. Und zwar hatte ich jetzt vor, dieses Gebäude mir zu drucken. Ihr seht es ja im Hintergrund, ich habe es mir auch gedruckt und wollte das dann entsprechend da platzieren, damit es dann hübsch aussieht, damit ich ja eben so eine Art kleine Scheune habe, da komme ich nachher nochmal drauf und habe mir, wie gesagt, das Ganze jetzt erstmal ausgedruckt und habe das Ganze in meinen 3D-Drucker eingeworfen, habe das vorher dann gemacht. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal hier so anschaut, da unten, das ist so dieser, nennt sich Brim, das ist wie so eine Haftung, das kann ich jetzt abziehen. Ja, jetzt schaut euch das mal an, wie das aussieht. Die Tore sind weich wie Gummi. An der Seite hat es gar nicht richtig gedruckt. Da sind nur so ein paar Strings, so ein paar Fäden dran. Kann man absolut nicht machen. Dann habe ich mir überlegt, okay, Uli, du hast ja noch dein LEGU Mars Pro Drucker da, hast du lange nicht verwendet, also versuch's doch mal hiermit. Haben aufgestellt, haben mir das ganze Häuschen dann entsprechend in diese Drucksoftware reingepackt und habe das da bearbeitet. Da muss man ja die ganzen Stützstrukturen bauen. Das ist ziemlich viel Arbeit im Gegensatz zum normalen 3D-Drucker. Was heißt normal? Sind alles normale 3D-Drucker, aber zum Filamentdrucker halt, ne? Und habe dann eben jetzt hier mein Resin reingemacht. Und habe das Ganze vorher übertragen. Das habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Das ist also keine Riesensache. Deswegen lasse ich es mal weg. Und habe das jetzt hier vor meiner Mobile aufgestellt. Habe eine Abluft dahinter gemacht, wie wir es hier sehen. Und habe das Ganze drucken lassen. Was ich euch jetzt hier verschweige oder was ich euch nicht gezeigt habe, das ist nicht mein erster Druck, den ich gemacht habe. Das ist der dritte. Das heißt, ich habe insgesamt 4 von diesen Gebäuden ausgedruckt, zeige euch jetzt natürlich wahrscheinlich nur 2 oder 3. Das schwarze Häuschen sehen wir an der Ecke und hatte jetzt dann die ehrenvolle Aufgabe und musste bei dem Gebäude natürlich die ganzen Stützstrukturen rausmachen. Das habe ich vor dem Trocknen gemacht. Ja, normalerweise macht man das nach dem Trocknen. Ich habe es aber vor dem Trocknen gemacht, da ich mir jetzt nicht sicher war, wenn ich nachher was wegbreche. In den ersten beiden Versuchen ist es nämlich passiert. Ich zeige euch das gleich. Und habe das Ganze jetzt unter der UV-Lampe getrocknet. Das kennt man ja schon, wo ich meine Tische und Bänke damals gemacht habe. Das war ja ähnlich. Hier haben wir schon gesehen, was ich jetzt hier drunter liegen habe. Das ist eine Tür, die ist mir schon abgebrochen beim Arbeiten. Da oben sieht man, sie fehlt sie am Gebäude. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ich habe das Ganze schön gerade gemacht, habe das heiß gemacht, habe das gepresst. Und nach dem Abkühlen konnte ich das wunderbar aufkleben. Habe jetzt noch ein paar von diesen Stützstrukturenresten weggemacht. Und die Tür wieder angeklebt. Alles gut, überhaupt kein Problem. Das stört mich gar nicht. Also wenn immer was abbricht,
Na mein Gott, dann klebe ich es halt wieder fest. Das ist jetzt ein spezieller Kleber, den ich verwende. Der ist speziell für 3D-Drucker da. Finde ich ihn sehr, sehr schön. Das ist wie die gleiche Marke, die ich sonst auch verwende. Gibt es eben auch für diese 3D-Drucker. Jetzt sehen wir drei Gebäude. Einmal das schwarze, das was ja eigentlich völlig für ein Popo ist. Das habe ich also überhaupt nicht mehr in der Auswahl. Hier sehen wir das zweite. Da habe ich nämlich die Stützstrukturen im Nachgang abgemacht. Habe das härten lassen, habe das fertig gemacht und habe fertig gemacht, habe dann gearbeitet und dann ist mir alles möglich auseinandergebrochen. Selbst hier haben wir eben gesehen, neben dem Fenster ist so ein kleiner Ritz drin gewesen. Aber auch hier alles gut. Kann man alles wieder kleben und alles überhaupt kein Problem. Was ich natürlich jetzt mache, ist, dass ich das ganze Gebäude grundieren muss. Auf dem Resin kann man nicht wirklich malen. Das ist, da zieht sich die Farbe immer so ein bisschen zusammen. Ja, das bringt also keine Punkte. Deswegen erstmal grundiert, das mache ich in der Regel mit Weiß. Das geht völlig lieblos da drauf gepinselt, überhaupt kein Problem. Es ist nur dafür da, dass eben die Farbe jetzt hier irgendwo besser haftet. Habe mich natürlich aufgrund der Struktur des Gebäudes wieder entschieden, altes Holz, also Old Wood, zu verwenden. Das finde ich einfach am passendsten. Ich mache wenig mit Steingebäuden. Das finde ich, das sieht irgendwie immer nicht so, das sieht gemütlicher aus in Holz immer. Ja, das ist so ein bisschen mein Gedankengang, den ich dazu habe. Und ihr seht die Tore, das hält alles hier vorne überhaupt kein Problem. Die Strukturen kommen natürlich wesentlich schöner raus, wenn man es bemalt hat. Ja, wenn man das da, ich habe da ja dieses hautfarbene Resin damals mir gekauft, weil ich ursprünglich meine ganzen Preiserlines selber machen wollte. Das wären dann Uli-Lines gewesen. Und habe das aber dann nie so wirklich durchgezogen, weil, ach nee, bin ich ehrlich, die sehen dann genauso aus wie die, die man in China kaufen kann und dann kann ich sie auch gleich in China kaufen. Dann muss ich mir nicht die Arbeit machen, um mir die Figuren auszudrücken. Die schönen Figuren, die man im Vordergrund stehen hat oder die man nicht in die Züge reinsetzt, das sind dann sowieso die Preiserlines oder irgendwelche äquivalenten Produkte. Fällt mir gerade keins ein, ist egal. Hier sehen wir, dass ich mir ein Pinselwaschanlage, nee, nicht die Pinsel, Auswaschanlage. Schönes Teil, kostet ein Appel und ein Ei, sage ich jetzt mal so. Und man hat immer frisches, sauberes Wasser, man nährt nicht immer in diesen Aquarellen da mit dem verdreckten Wasser rum. Man hat immer sauberes Wasser, schaut es euch an und dann kommen die kleinen Edelstahlnäpfe, die ich jetzt habe, die kommen da gleich unten rein. Das heißt, die Farbe, die wird gar nicht erst hart da drauf, das kann man unter dem Wasser anhalten, ist nachher alles sauber. Passt irgendwo, eine wunderschöne Sache, ganz, ganz toll. Macht sich richtig gut. Und da ich die Woche wenig Zeit hatte, meine Frau hat mich eingespannt, wir haben unsere Treppe modernisiert. Und da habe ich so eine Aluleisten vorne dran gemacht. Die musste ich immer so ein bisschen feilen, dass das wirklich schön exakt da reinpasst. Und da habe ich diese Sägespäne übrig. Wir sehen es jetzt hier schön in dieser kleinen Schale. Ein paar Verunreinigungen noch drin, stört mich überhaupt nicht. Ja, ich will drauf kommen, was baue ich hier dieses Mal eigentlich? Es wird ein Schrottplatz werden mit vielen verbeulten und verdellten Autos, die drauf kommen und so weiter und so fort. Und da kann ich natürlich diesen Pfeil... Reste, die ich da habe, fand ich super, weil die haben so ein bisschen geglänzt. Das kann man doch bestimmt irgendwo mit einarbeiten, dass man da irgendwas hat. Also habe ich alles mir schön fein zusammengefegt auf den Tisch, habe das da reingemacht und bei Bedarf kann ich ja noch irgendwas ein bisschen sinnlos feilen. Da habe ich noch mehr von diesen Teilen. Hier sehen wir noch mal ganz kurz eine Übersicht. Da steht das Gebäude zum Schluss, da soll es hin. Links und rechts kommen so defekte Autos hin, ein Zaun dran, die Verladung direkt gleich auf die Zugstrecke mit drauf. Ich denke mal, das passt so, das kann man so machen. Ich habe da natürlich viele Gedanken. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch Ideen dazu habt. Was kann man machen? Was kann man in diesen Schrottplatz machen? Soll ich da so eine Art Kran an der Wand anbringen, die da im Felsen verankert ist oder irgend sowas. Also ein bisschen was Verrücktes darf es ruhig werden. Es soll nicht zu stammert sein, ihr wisst das ja. Das möchte ich ja gar nicht so haben. Und hier schwenke ich nochmal, dass man so ein bisschen den Überblick hat. Hier ist die mittlere Arkade mit dem abgebrochenen Teil da. Das ist ja Absicht. Neulich fragte mich jemand, der sich das ja angeguckt hat, soll das so sein? Ja, das soll so sein. Nichts soll perfekt bei mir sein. Alles soll ein bisschen krumm, schief oder abgebrochen oder verrostet sein. Deswegen halt solche Sachen. Und diese Stelle, da kommt ein kleiner Bahnübergang drauf und von der anderen Seite wird vielleicht noch eine andere Fabrik hinkommen, die da auch was anderes noch irgendwo produziert, herstellt oder wie auch immer. Und da wird also auf jeden Fall ein bisschen Industrie hinten hingebracht, weil das fehlt mir ja sowieso noch ein kleines bisschen. Hier vorne habe ich ja die Möglichkeit, noch ein zweites Gleis, das endet dort ja blind, anzubringen, so dass ich da entsprechend dann noch drauf fahren kann und da noch vielleicht eine zweite Verladung machen kann oder. Also da kommen viele Ideen noch rein, da kommt eine kleine Straße ran und so weiter und so fort. Da könnt ihr euch freuen, da kommen auf jeden Fall schöne Sachen auf uns zu. Das wird eine tolle Zeit. Ich muss mal sehen, wie lange es dauern wird.
Weil ich muss mich ja mal ein bisschen mit den Schrottsachen dann so beschäftigen, ein bisschen Verladegut vielleicht noch entwerfen, was man da drauf machen kann und solche ganzen kleinen Dinge, die da irgendwo noch mit reinspielen. Ich würde mich freuen, wenn ihr eins von diesen beiden Videos euch anschauen würdet hier im Abgang oder im Nachgang. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder, sofern nichts dazwischen kommt. Dann verabschiede ich mich bis dahin und sage, macht's schön gut, bis nächste Woche. Alles Gute, euer Uli. Tschüss.